Zuschauer und Familie, Freunde, die haben uns unterstützt und das haben wir auch immer reingespielt und auch gehört. Seit letztem Jahr haben wir, glaube ich, ganz große Sprünge gemacht und wir haben seit ein paar Monaten fleißig gearbeitet, genau hier in der Deutschen Meisterschaft in Berlin, unser Bestes zu zeigen. Das Ziel war natürlich, den Titel zu verteidigen. Im Angesicht, dass die Konkurrenz wird Jahr zu Jahr stärker, waren wir besonders vorbereitet und wollten Vorsprung holen, so viel wie es geht. Ja, und heute hat es für uns ganz glücklich geklappt. Und ihr wart bei den letzten beiden WM in den Top 8. Was ist euer Ziel für die WM 24? Ich weiß nicht, ob ich das schon so verraten kann, aber wir wollen auf jeden Fall da dranbleiben und würden uns auf jeden Fall freuen, nochmal einen zweiten deutschen Startplatz zu holen. Dafür muss man ja mindestens Achter werden und wir würden uns natürlich freuen, auch zu verbessern. Mit einem Tänzer aus dem Friedrichstadtpalast. Sein Name ist Sam Mist. Wir hatten vor 2 Jahren ein Kurzprogramm und das Thema war Friedrichstadtpalast und wir haben Musik aus dem Friedrichstadtpalast genommen. Und als Inspiration waren wir als Team-Event da. Und Samuel hat uns sofort in die Augen gestochen, seine Ausstrahlung, seine tänzerische Fähigkeiten waren so enorm auffällig, dass ich habe ihn bei Instagram angeschrieben und habe so eine kleine Überraschung fürs Team vorbereitet, habe ihn in der Halle geholt. Das mindestens das einmal das genießen können, dass er uns mal anschaut. Und als er in der Eishalle war, war er sofort drin. Er hatte gleich verstanden, worum es geht, hat uns gleich geholfen und wir dachten, ja, das ist ein guter Rahmen, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Und seitdem ist schon unsere 3. Saison, arbeiten wir zusammen regelmäßig 2-mal die Woche und wir freuen uns, ihn zu haben.